Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich bin's, euer Max Deus und wir sind wieder unterwegs nach Hause, wollen ein bisschen weiterbauen. Haben wieder um die 50 Baumstämme mit uns mit im Schlepptau. Und werden heute natürlich ein bisschen vorankommen, was Bauen angeht. Und vielleicht sogar uns auch vorher vielleicht schlafen legen, damit die Bäume auch ein bisschen nachwachsen. Weil das ist immer irgendwie so ein Punkt hier in The Forest, dass damit die Bäume nachwachsen, damit wir auch ein bisschen mehr was auf Vorrat haben, müssen wir uns auch schlafen legen. Und ja, vorher werden die auch nicht wachsen. Auch die Sträucher, wo die Stöcke sind, glaube ich, werden auch nicht wachsen, nachwachsen, wenn man nicht schlafen geht. Das Einzige, was ich glaube, andauernd am Respawn ist, egal ob du schläfst oder nicht, sind halt die Steine. So. Und da wir auch in der letzten Folge uns richtig ausgekotzt haben, dass Leute spoilern, so können wir uns diese Folge dann richtig drüber auskotzen, wie viel ich dann nur am Bauen bin. Obwohl an sich ist es schon eine geile Behausung, kann man ja nichts gegen sagen, ne? Steckt da fest. Okay. So, dann kommen wir da jetzt auch wieder ganz normal hin. Ja, da, wenn es jetzt dunkel ist, dann gehen wir lieber pennen. Wachsen da hinten die Bäume nach. Die Stöcker können wir jetzt schon da reinballern. So, dann haben wir hier unser gemütliches Bett. Legen uns eben ganz kurz schlafen. Ach. Guten Morgen. Nice. Und dann bauen wir hier weiter. Nach dem Frühstück natürlich. Die sind noch frisch, das ist gut. Irgendwann kommt jemand und hilft uns hier raus. Der Tag wird kommen. Gib mir hier wieder Knochenrüstung. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte einen anziehen. Wenn wir wieder voll sind. Sieht nice aus. Wie viele Knochen haben wir denn noch? Fünf. Okay. Nur fünf. Ist ertragbar. Aber dafür machen wir demnächst diese Knochenkörbe, damit wir deutlich mehr Knochen dann aufbewahren können.
dann nehmen wir hier uns noch mal die 10 Stück. Ab nach oben. Ab nach oben, habe ich gesagt. Jetzt geht's hoch. Ah, ich freue mich, wenn der Zwischenlager auch schon mal fertig ist. Nice. Hier können wir schon mal Knochen ablagern. So, und erste, was wir machen, das hier fertig. Weil ich hier unbedingt jetzt wissen will, wie man hier anbaut, damit wir auch definitiv nicht verhungern und so weiter. Seh? Hä? Okay, wir haben da schon irgendwas angebaut. Keine Ahnung, was wir jetzt da angebaut haben, aber wir haben es angebaut. Komm, den können wir auch schon mal. Ja, den haben wir schon mal angefangen. Wie viele Stöcker brauchen wir dafür? Hier. Und dann brauchen wir hier, hier. Hier werden wir auch noch jede Menge Stöcker brauchen. Aber wenn wir das hier oben fertig haben, können wir unten das abreißen. Dann brauchen wir das da unten nicht mehr. Aber freue ich mich, wenn hier oben endlich fertig ist. Wohl eine Etage müssen wir quasi wegen den Türmen noch machen. Aber ey, wir haben immerhin auch noch schon endlich einen eigenen kleinen Garten. Das heißt, es gibt bald Essen, weil wir das da fertig haben. Bauen wir unser Essen selber an. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen vergrößern, den Garten. Wenn wir mal schauen. Ob man bei dem einen was anderes anbaut als bei den anderen. So, nochmal 10. Dann nehmen wir die hier. Entschuldigung dafür. Worauf freue ich mich auch, wenn es hier auch endlich mal so weit ist, dass wir auch von der Insel rüber auf die andere gehen können, auf die Hauptinsel. Unser Reich hier erweitern können. Wer weiß, vielleicht können wir hier auch irgendwie unsere eigene Flagge bauen oder so. Irgendwann. Ich weiß es nicht. Cool wäre es, wenn wir unsere eigene Flagge hier bauen können. Auch wenn es nur eine vorgefertigte wäre.
Wäre immerhin besser als gar keine. So, die Stöcker nehmen wir aber mit nach ganz oben. Dann können wir die Dinger schon mal anfangen. Die beiden da fertig zu machen. So. Dann haben wir den schon fertig. Und den fertig. Und den Rest schmeißen wir mal da rein. Bei dem hier habe ich mir irgendwie auch so geplant, dem in der Mitte, dass wir da so eine Art Terrasse oder sowas drum, oben machen, so eine Dachterrasse. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, dass er zwar irgendwie auf Höhe von hier bis nach hierhin, sage ich jetzt mal, so oben noch eine Wand ist, dass man dann hier einfach so eine Art Balkon hat. Das würde ich auch mega feiern. Ich bin am Überlegen, sowas vielleicht zu machen. Und von da oben einfach mal hier unten alles erblicken kann. Finde ich persönlich geil, wenn wir das auch noch so machen würden. Wieder außer Puste, natürlich. Geil, den hier noch, da fangen wir schon mit dem Gebäude an und dann hier. Wir kommen hier aber ordentlich voran. Muss schon sagen. Klar, Stöcker haben wir jetzt gar keine mehr. Baumstämme haben wir noch sehr viel. Ich glaube nicht, dass das reichen wird, um dieses Stückchen noch fertig zu machen bis zum Hauptgebäude da. Ich glaube, wir müssen noch zwei, dreimal rüberfahren. Nio, aua. Voll den Kopf dagegen gestoßen. Nice, bis zum Hauptgebäude, die Hauptwand da haben wir fertig. Dann müssen wir da hinten noch anfangen.
Das hier muss ja auch noch. Ja. Aber gleich haben wir das ja auch schon fertig. Aber ich glaube, das Holz, was wir haben, wird sogar noch dafür reichen. Hier haben wir noch 4. Wird für die Wand reichen. Unten haben wir noch 7. Ja, wir werden definitiv noch mit dem Hauptgebäude anfangen. Das. Aber das wird dann aber nachher, was heißt nachher, also heute werde ich wahrscheinlich nicht mehr mit dem Plan anfangen, wie wir da oben das alles machen. Aber das wird die Tage noch auf jeden Fall eine echte Herausforderung sein, das da oben alles richtig hinzukriegen, wie wir das gerne haben wollen. Warte, ich will mir das mal ansehen. Wenn ich jetzt hier drinne bin und hier einen Boden bauen will. Wo haben wir? Nee. Freies Bauen, eigenen Boden. Das dann nur für hier drinne oder hier kommt. Ja, okay. Ja, wird ein bisschen schwierig. Wird wohl doch ein bisschen komplizierter als gedacht. Aber egal, wir haben da noch. Wir haben hier 4 Baumstämme. Ah, und da noch 2. Okay. Also 6 Baumstämme. Nicht 7. Jo, wir haben wieder Hunger. Kommt das denn? Tun doch gar nichts. Geil, es regnet. Das heißt, die erste Wasserversorgung hier wird schon mal anfangen. Aber das hier finde ich echt geil, dass wir jetzt einen eigenen Garten haben. Mal gucken, jetzt wo es regnet, so vielleicht wächst da jetzt wirklich was. Vielleicht kriegen wir da noch mehr Samen. Das wäre geil. Das wäre jetzt echt mega. Hier haben wir auch schon fertig. So, dann fehlt nur noch das hier. Dieses Stückchen mit dem und dann das bisschen. Dann sind wir hier oben eigentlich fertig mit dem Bau. Also mit der Etage. Dann fehlen nur noch die Türme oben. So, aber jetzt gehen wir erstmal was essen.
Ist das überhaupt noch frisch? Ist noch essbar, okay. Das heißt, morgen, also am nächsten Morgen in dem Spiel, müssten wir dann uns, ja, also nochmal ein paar Schildkröten fangen. Dann schmeiße ich jetzt gleich mir zwei Schildkröten drauf. So. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Hallo? Das Stück Fleisch. Total vergessen, dass bei bei Regen das Feuer ausgeht. Und das vollkommen egal ist, ob du überdacht bist oder nicht. Ist fertig. Nice. So, Freunde. Für diese Folge war es das dann mal wieder. Ich bedanke mich wieder mal vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.